innerlich frei bleiben, auch in Drucksituationen. Das schauen wir uns heute an. Die Sabine hat ein kleines Unternehmen und sie sitzt selber am Verkaufstelefon. Und die Kunden rufen an und geben ihr nachher die Aufträge. Und seit einiger Zeit rufen sie zwar an, aber sie geben ihr immer weniger Aufträge. Und sie kriegt eigentlich schon Angst. Und sie sagt, wenn das so weitergeht, dann weiß sie nimmer, wie es weitergeht. Ich sage nachher zu ihr, ist es dir ganz wichtig, dass der Kunde kauft? Dann sagt sie, ja, es wird mir immer wichtiger, weil ich kriege richtig Angst. Uns allen geht es ganz gleich. Wenn etwas nicht mehr funktioniert, wo wir bis jetzt gewohnt waren, dass es funktioniert, dann kriegen wir natürlich Angst. Und gleichzeitig bauen wir Druck auf. Wir wollen es dann unbedingt. Das ist nachher noch wichtiger. Und genau nachher blockiert der Fluss noch mehr. So, wie kommen wir da jetzt hin, dass wir innerlich frei werden, dass es wieder fließen kann? Die Sabine hat gelernt, wenn der Kunde anruft, dass sie ihm nur ihre gesamte Präsenz und Aufmerksamkeit schenkt, dass sie für ihn da ist und dass sie gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass er ja kaufen soll. Das heißt, sie hat den Druck rausgenommen und sie hat auch noch gelernt, dass sie einem Nein, ich kaufe jetzt nicht, die gleiche Gültigkeit gibt wie einem Ja, ich kaufe. Also die Gleichgültigkeit heißt, wir geben dem Ja die gleiche Gültigkeit wie dem Nein. Und in dem Moment ist das Ja nicht mehr emotional besetzt und in dem Moment bauen wir keinen Druck mehr auf. Und in dem Moment werden wir freier. Und die Sabine hat das wunderbar gelernt, sehr schnell. Nach einer Woche hat sie mich angerufen und hat gesagt, es ist brutal. Jetzt kaufen die Kunden wieder. Es ist ein Traum. Genau. Und da freut mich wahnsinnig, weil diese Naturgesetze, die wirken immer. Zu jeder Zeit. Die Frage ist nur, ob wir bewusst genug sein, dass wir uns nicht selber im Weg stehen. Und der Sabine ist das wunderbar gelungen. Und das nächste Mal, wenn du unter Druck stehst, nachher nimm die Erwartung raus. Bau den Druck ab, weil auf Druck folgt immer Gegendruck. Und gib dem Ja und dem Nein oder dem Gelingen und dem Nicht-Gelingen die gleiche Gültigkeit. Sag, wenn es nicht gelingt, wenn der Kunde Nein sagt, dann ist es so. Wenn er Ja sagt, nachher ist es so. Nachher bleibst du im Fluss drinnen. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du das umsetzen kannst, dass es dir etwas nutzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vierti, Servus, mach's gut.